Wenn der Schwetzinger Schlossgarten von blitzendem Chrom und poliertem Lack dominiert wird, kann das nur eines bedeuten. Es ist wieder Classic Gala. Zum 11. Mal fand diese Autoschau der besonderen Art in Schwetzingen statt. Beim sogenannten Concours d'Elegance traten dieses Jahr über 180 Oldtimer aus Deutschland und Europa an, um sich im Zustand Originalität, Schönheit und Historie zu messen. Allerdings gab es bei der diesjährigen Klassikgala nicht nur nobelste Karossen aus längst vergangenen Tagen zu bestaunen. Zum ersten Mal fand in diesem Rahmen auch eine Sonderschau mit den schönsten Kleinwagen der Welt statt. Gerade die Fahrzeuge aus der Zeit des Wirtschaftswunders erinnerten so manchen Besucher an sein erstes Auto und ließen längst vergessene Erinnerungen wieder wach werden. Sowieso, irgendwie hat man eine Verbindung dazu. Ne? Also ehrlich gesagt, manche alte, ältere Autos gefallen mir besser wie die jetzigen. Von der Form her, von der Technik her. Mhm. Ne? Deswegen. Ja, die ist erstaunlich schön. Vielseitig, viele Fahrzeuge verschiedener Gattungen und eben auch gut organisiert und übersichtlich. Inzwischen sind die meisten ja Wertgegenstände. Ne? Das sind ja Kapitalanlagen und wer sich da für so ein Hobby interessiert, der steckt da viel rein, viel Energie, viel Herzblut und wahrscheinlich auch sehr viel Geld. Nicht nur die Besucher, sondern auch Johannes Hübner, der Veranstalter der Classic Gala, weiß, was der Reiz der Veranstaltung ausmacht. Wir haben wundervolle Autos und der Park ist wieder diese Stimmung mit Jazzmusik hier, Klaviermusik an anderer Stelle, Künstlern, schönen, leckeren Sachen, die man zu sich nehmen kann und Menschen, die sich über das Thema freuen. Ich bin richtig glücklich. Mit wie vielen Besuchern rechnen Sie? Ich sag mal so, das letzte Jahr hat uns die Schlossverwaltung mit fast 20.000 Besuchern erfreut. Und wenn es morgen nicht wieder so regnet wie letztes Jahr, dann hoffe ich, dass wir die auf jeden Fall erreichen. Ein besonderes Highlight der Autoschau war ein De Dietrich Spider aus dem Jahr 1897, der anlässlich des Concours d'Elegance aus seinem Dornröschenschlaf geholt wurde und seine Premierenfahrt nach der aufwendigen Restaurierung hatte. Gerade der historische Schlossgarten bietet das passende Ambiente für die Klassik-Gala, wie Sandra Moritz von der Schlossverwaltung weiß. Einmal, ich denke, dass der Schlossgarten das historische Ambiente bietet, um eben diesen Oldtimer dann gewisse Rahmen anzubieten. Und wir sind immer froh über die Verbindung zwischen beiden und auch, dass es so gut von den Besuchern angenommen wird, eben die Ausstellung des Concours hier im Schlossgarten Schwetzingen. Ich sage immer so ein bisschen im Spaß zu Frau Moritz, wenn die damaligen Erbauer des Schlosses geahnt hätten, dass man auch sowas im Park darstellen kann, hätten die das mit Sicherheit auch gut gefunden. Kutschen ausgestellt, Menschen eingeladen, sowas gemacht. Denn die haben ja damals, waren die schon offen für alles Neue, war ja schon damals ein Zentrum der Kunst und der Kultur und der Pflanzen und der Botanik und so weiter. Das heißt, das war ja nicht nur einfach ein Platz, wo die Menschen für sich gelebt haben, sondern wo sie sich geöffnet haben. Und das, glaube ich, würde sogar passen. Genau, oder? Das führen wir hier fort, diese Öffnung für solche Veranstaltungen und die Verbindung. Auch 2016 wird wieder ein Concours d'Elegance im Schlossgarten stattfinden. Wir werden Sie unter www.speyer-kurier.de auf dem Laufenden halten.